Warum sind wir hier, Kinder? Endgegner! Geht das nicht lauter? Endgegner! Ja, eben nicht, ne? Wir sind eben heute nicht für die Endgegner hier. Obwohl natürlich zu jedem Helden ein Bösewicht gehört, kümmern wir uns heute viel mehr um die oft vergessenen, übergangenen und unbesungenen Bösewichte, die den Weg des Helden erst so richtig schwer machen. Wir kümmern uns um Bosse! Und natürlich ist diesmal wieder keine Videospielserie so beschreibend für ihre Bosskämpfe wie meine Lieblingsspielserie The Legend of Zelda. Heute lassen wir also Ganondorf, Vati, Arganim und Co. außen vor und kümmern uns um deren treues Gefolge. Denn was wäre der tollste Dungeon ohne einen eindrucksvollen Boss am Ende? Was wäre ein prachtvoller Tempel ohne einen starken Wächter? Was wären die tiefsten Kreise der Hölle ohne ihre Höllenhunde? Genau, gar nichts. Ein schlechter Boss kann allerdings ein ebenso großes Nichts hinterlassen, wenn durch seinen schwachen und lächerlichen Auftritt alles zunichte gemacht wird. Wir zollen heute also nicht nur den Ranghöchsten der Tempelwächtern ihren verdienten Respekt, sondern degradieren auch die niedersten Schwachmaten unter ihnen. Niemals zuvor war es so schwierig für mich, nur 5 Einträge in diesen beiden Kategorien zu wählen. Die Auswahl der Bosse in Zelda-Spielen ist einfach unglaublich vielfältig. Aber gerade diese Herausforderung liebe ich so an meinen Top- und Flop-Listen und ich hoffe, ihr auch. Sollten euch die etwas anderen Regeln diesmal interessieren, findet ihr diese wie immer in der Infobox und ich gebe euch mal eben 2 Sekunden, diese zu lesen. 1, 2. So, das reicht dann aber auch jetzt und es kann losgehen, meine lieben Freaks und Maniacs. Ich bin Why the Tai und ich habe nichts Besseres zu tun und deshalb sind hier meine 5 Top und Flop der Bosse in Zelda-Spielen. Platz 5. Der Piranha-Killer aus Link's Awakening. Dieser Boss ist einfach verdammt einfach. Aber ist das wirklich schon Grund genug, ihn mit den schlechtesten Bossen der Zelda-Welt zusammenzupacken? Immerhin sieht er für ein Gameboy-Spiel ziemlich gut aus. Die dunkle Höhle ist atmosphärisch und er ist einer der wenigen Wasserbosse der Zelda-Serie überhaupt. Ich sage, genau diese ganzen Dinge sind umso mehr Grund, den fischigen Wächter des Wundertunnels auf die Liste zu setzen. Der Wundertunnel ist nämlich schon der 4. Dungeon des Spiels. Die schwachen Jungs haben wir also schon hinter uns. Tolle Optik und Atmosphäre nutzen mir nichts, wenn ich gar nicht die Zeit habe, diese auch zu genießen. Die Neptunharfe, welche der Piranha-Killer beschützen soll, ist also schneller in Links Händen, als dieser blubbidi-blub sagen kann. Ach ja, und bevor ich's vergesse, Piranha-Killer? Wirklich? Was soll das sein? Wisst ihr, wie dieser Kiemenatmer in der englischen Version des Spiels heißt? Anglerfisch. Anglerfisch. Das ist ja noch schlimmer als Piranha-Killer. Ach, komm, nächster. Platz 5. Der Rieseneisklotz Matronia aus Twilight Princess. Dieser Platz ist eher ein persönlicher Favorit von mir und ich konnte diese Liste einfach nicht ohne sie machen. Und was noch schlimmer ist, sie hat tatsächlich Skeletolore von meinem Platz 5 verdrängt. Ja, ja, ich weiß, es tut mir wirklich leid, Leute. Nach dem Video beginnt dann auch die Steinigung und alles, aber lasst mich erst versuchen, mich zu verteidigen. Bevor Link also den 5. Dungeon des Spiels findet, verirrt er sich zuerst in den Schneebergen. Hier trifft er auf den Schneemenschen, welcher ihm ziemlich freundlich gesinnt ist. Er hat einen Fisch aus dem Zora-Fluss entwendet, damit er daraus eine Suppe für seine kranke Frau zu Hause kochen kann. Ihr folgt ihm also mit einer coolen Snowboardfahrt zu seinem Haus, wo ihr den Schneemenschen und seine Frau Matronia findet.
Nun seid ihr schon mittendrin im fünften Dungeon des Spiels und bemerkt, dass es Matonia wirklich nicht gut geht. Und wer will schon dieses schnuckelige Gesicht leiden sehen? Also kämpft ihr euch kreuz und quer durch die Bergruinen, um Zutaten zu finden, welche die Suppenmedizin des Ehemannes noch effektiver macht. Ist dies geschafft, begleitet euch die nette Schneedame in die Schlafgemächer des Hauses. Hier fällt auf, dass sie eine Scherbe des Schattenspiegels besitzt, was offenbar der Grund für ihre Krankheit ist. Oh, die Arme. Und dann passiert das. Oh mein Gott. Dieser Moment ist sicherlich einer der krassesten in Twilight Princess. Durch die dunkle Macht getrieben, verwandelt sich die niedliche Schneefrau in das Monster Matronia und verwandelt kurzerhand das Schlafzimmer in eine Eiskammer. Da ein kaltes Schlafzimmer aber noch keiner Ehe gut getan hat, verwendet Link an eurer Seite nun die Spiegelung am Boden und den Morgenstern, um den Rieseneisklotz in einer dynamischen Abwechslung aus Flucht und Angriff zu besiegen. Ist das erst geschafft, bietet euch das Spiel einen wirklich warmen und emotionalen Moment. Matonia und ihren Ehemann schließt man schnell ins Herz und verfolgt deren Geschichte gerne. Der Bosskampf ist der dramatische Höhepunkt und verleiht euch gut was ab. Auch das Verwenden des Morgensterns im Kampf ist super befriedigend. Einfach ein Boss mit Herz. Platz 4. Der Aquamöbe Wassertentakel Morpha aus Ocarina of Time. Es ist schon ein ziemliches Armutszeugnis für einen Boss, wenn der Miniboss eines Tempels den eigentlichen Boss in den Schatten stellt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das ist leider noch nicht die einzige Schande dieser Schlabbertentakel. Nein, sie ist auch noch einfacher als der Piranha-Killer. Und das will schon was heißen. Einmal ausweichen, ein kurzer Schuss mit dem Enterhaken, ein, zwei gezielte Schläge und die Tropfamöbe macht den Abgang. Aber damit noch nicht genug. Morpha ist auch noch der Boss des 6. Tempels des Spiels. Er kommt also noch später im Spiel als der Anglerfisch vor. Um die Schande aber komplett zu machen, ist die Aquamöbe Wassertentakel auch noch der Wächter des nervigsten Tempels des Spiels. Ach ja, und übrigens, was ist eigentlich Aquamöb? Ich hab's mal nachgeschaut und das Wort gibt es nicht. Es ist völlig frei erfunden und deshalb hat man bestimmt auch keine Angst davor. Jetzt mal ehrlich, glaubt ihr wirklich, dieses Ding hat die Macht, das gesamte Zora-Reich einzufrieren? Nee, bestimmt nicht. Ich hab da mal eine Frage an euch. Warum bekommen die Zelda-Entwickler eigentlich keinen einzigen guten Wasserboss hin? Platz 4. Der Maskenkönig. Nein, natürlich nicht dieser kleine Kanarienvogel, sondern dieses Monster hier. Der Maskenkönig aus A Link to the Past. Ich kann mich noch ziemlich gut an diese monströse Echse erinnern. Mutig saß ich als kleiner Why the Tie mit meiner Krawatte schon vor meinem Super Nintendo und hatte es mit Link zusammen in die Schattenwelt geschafft. Das erste Dungeon, welches ich betrat, war passenderweise der Palast der Dunkelheit, welcher genau die richtige Stimmung hatte. Nachdem ich mich durch Monster und Rätsel gekämpft hatte, stand ich im Dunkeln vor der Bosstür dieses Tempels und erwartete etwas wirklich Schauriges oder Dunkles. Doch nichts da. Vor mir stand eine große, Dino-ähnliche Echse in Signalfarben, den Schwanz wie ein Morgenstern voller Stacheln und mit einer eisernen Maske auf. Der Maskenkönig ist ein wirklich eindrucksvolles Sprite und sieht selbst für 16-Bit-Zeiten detailreich und gefährlich aus. Er bewegt sich in der engen Kammer ständig hin und her, speit Feuerbälle und schwingt mit dem Schwanz. Zugegeben ist er heute wahrscheinlich kein allzu schwerer Boss mehr, aber damals war ich wirklich überwältigt. Bevor ihr der Urzeitkreatur überhaupt schaden könnt, müsst ihr zuerst seine Maske zerstören. Dies könnt ihr mit dem Hammer machen oder es mit Bomben versuchen. Ich persönlich empfehle ja den Hammer. Macht einfach mehr Spaß. Erst danach könnt ihr mit Schwert oder Bogen den Kristall seiner Stirn attackieren.
Als Belohnung für diesen Niederschlag bekommt ihr aber eine der geilsten 16-Bit-Explosionen überhaupt zu sehen. Boom! Unerwartet, eindrucksvoll, stimmig und einfach ein Genuss. Schade nur, dass der Maskenkönig seinen Namen mit diesem Flattermann teilen muss. Platz 3. Der grüne Riesenschleim aus The Minish Cap. Es ist ein grüner Schleim. Ein ganz normaler. Außer dass Link kleiner ist. Deshalb ist er größer. Aber trotzdem schnell besiegt. Der Gaming-Oscar für den kreativsten Boss geht an den grünen Riesenschleim. Nicht! Platz 3. Goma. Ist eine gute, ausgeprägte Arachnophobie nicht etwas Wunderschönes? Und kein Entwicklerteam kann diese Angst vor Spinnentieren besser bedienen als die der Zelda-Serie. Außerdem darf in einer guten Topliste natürlich ein geliebter Klassiker nicht fehlen. Die Riesenspinne Goma ist nämlich schon seit dem ersten Teil der Serie dabei und taucht seitdem in den verschiedensten Spielen in den verschiedensten Formen immer wieder auf. Viel schwerer als Goma auf die Liste zu setzen, ist es also, sich die richtige Form des Spinnentiers auszusuchen. Ich persönlich war einige Zeit zwischen der Goma aus Ocarina of Time und der aus The Wind Waker hin und her gerissen. Immerhin ist die Goma aus The Wind Waker schon fast nicht mehr als Spinne zu erkennen, sondern vielmehr ein riesiges Monstrum, welches in einem See aus Lava haust, klasse aussieht und einen starken Panzer hat. Am Ende fiel meine Wahl jedoch auf die Goma aus Ocarina of Time. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste ist natürlich ihr Name. Ich meine, gepanzerter Spinnparasit Goma. Das schreit schon nach ekligem, unüberwindbarem Schrecken. Der zweite Grund aber... Ich hasse diese Spinne. Der Tod des Dekobaumes war damals mein erstes, echtes, emotionales Erlebnis in Videospielen. Und obwohl Ganondorf wohl mehr daran schuld hat, habe ich es immer auf diese miese kleine Spinne geschoben. Mal ganz ab von der emotionalen Narbe, welche Goma bei mir und sicherlich auch vielen anderen hinterlassen hat, ist der Kampf mit ihr einfach klasse inszeniert. Mutig schreitet Link immer tiefer in das Innere des Dekobaumes, bis er im Herzen angekommen ist. Die dunkle Kammer, das raschelnde Geräusch, das leuchtende Auge an der Decke. Genug, um jeden Spinnenphobiker schreiend vom Controller zu scheuchen. Die Königin der Spinnen hat ihren Platz verdient. Platz 2. Der fliegende Feuerdrache Argorok aus Twilight Princess. Das Schlimme an diesem Boss ist eigentlich, dass überraschend viele ihn sogar gut finden. Ich stimme allerdings entschieden dagegen. Auf dem Papier hört sich der Kampf gegen Argorok auch ohne Zweifel ganz gut an. Immerhin kämpft Link hier im letzten Dungeon gegen einen waschechten Drachen in einer Stadt in den Wolken in luftigen Höhen. Das alles hört sich erstmal episch an. Nun aber zu meinem Problem. Was erwartet ihr am Ende eines Dungeons, in welchem immer wieder ein riesiger roter Drache in schwarzer Rüstung herumfliegt? Habt ihr vielleicht gedacht, Link würde auf dem Rücken des Drachen sitzen und ihn mit dem Schwert bearbeiten? Oder habt ihr gehofft, knochensplitternden Schweifschlägen und rasiermesserscharfen Krallen ausweichen zu müssen? Oder habt ihr vielleicht gedacht, ihr könntet nun endlich Drachenfeuer mit dem Hylia-Schild blocken und den großen Drachen wie ein wahrer Held niederstrecken? Tja, leider weit gefehlt. Der Kampf gegen den Flugdrachen bietet euch nichts davon. Stattdessen dürft ihr langsam schleppend mit dem Greifhaken auf Säulen kraxeln und den Drachen auf den Boden holen und später auf kleinen Pflänzchen hin und her schwingen.
Der Kampf gegen den großen Feuerdrachen wird damit zu einem Schnarchfest, welchen auch die geile Mucke nicht mehr retten kann. Eure Erwartungen an den Kampf sind hoch und auch die nette Gewitterszene kann nicht davon ablenken, dass ihr hier den lahmsten Drachen aus Hyrule vor euch habt. Ein absolut verschwendeter Drachenkampf, der viel mehr hätte sein müssen. Agorok kann sich noch ein ganzes Pfund von Gliok abschneiden. Platz 2. Twin Rover aus Ocarina of Time. Ich weiß, die beiden heißen eigentlich Killer-Omas oder Sexy-Thermo-Hexi, aber seien wir mal ehrlich, jeder nennt sie Twin Rover. Die Rede ist natürlich von den Hexenschwestern Koume und Kotake. Die beiden alten Hexen sind die Hüter des 8. Dungeons, welches ihr direkt nach Ganondorfs Heimat, dem Gerudo-Dorf, betretet. Das passt auch, denn die Omas sind zugleich auch die Ziehmütter des dunklen Herrschers. Koume und Kotake sind der krönende Abschluss eines innovativen und sehr stimmigen Tempels. Link trifft am Ende des Dungeons auf die fast 400 Jahre alten Hexen, wo sie zuerst die Weise der Geister, Naboru, für ihre bösen Zwecke missbrauchen. Direkt im Anschluss stellt sich Link den beiden Killer-Omas direkt. Die beiden sind allerdings selten einer Meinung und das sieht man schon an ihrer Magie. Koume ist eine Feuerhexe und verwendet deshalb auch nur Feuerzauber. Und Kotake ist wiederum eine Eishexe. Abwechselnd greifen sie Link mit ihren verschiedenen Zaubern an. Diese müssen nun mittels Spiegelschild auf die jeweils andere Hexe reflektiert werden. Wer aber dachte, dass er die alten Damen damit schon in die Knie zwingt, der hat ihren größten Zauber noch nicht gesehen. Denn nun verbinden sich die beiden und werden so zu Sexy Thermohexi. Ach nee, ich bleib bei Twin Rover. Durch ihre Magie werden die alten Schrumpel-Omas also zu einer knackigen Oberhexe, welche nun sowohl Feuer- als auch Eismagie verwendet. Nachdem aber auch diese geschlagen ist, trennen sie sich wieder und liefern einen der lustigsten Boss-Tode der Zelda-Geschichte. Jep, auch im Tod sind die beiden sich nicht einig. So konnte aus Ganondorf ja kein ordentlicher Gerudo-Bürger werden. Koume und Kotake sind jedoch trotzdem klasse Bosse und bieten unheimlich viel Unterhaltung. Vielen Dank, Killer-Omas. Es ist mal wieder soweit, die Crème de la Crème der Boshaftigkeit muss gekürt werden. Die beiden Anführer meiner Listen treten ins Rampenlicht. Wer wird den Titel des besten Bosses verdient haben und auf wen hätten wir dicke verzichten können? Wer ist der wahre Boss der Bosse und wer ist lediglich sein Stiefellecker? Lasst es uns zusammen herausfinden. Mein Flop Platz 1 geht an Moldorm. Und das Spiel könnt ihr euch gerne aussuchen, denn mittlerweile trat dieses Würmchen schon in 4 Spielen der Serie mehrfach auf und ich bekomme jedes Mal einen cholerischen Anfall, wenn ich ihn wiedersehen muss. Der Moldorm ist nichts Besonderes. Er ist nur ein Wurm, der dumm und ohne Ziel herumspringt. Trotzdem ist er aus irgendeinem Grund der Wächter des 3. Dungeons in A Link to the Past. Das gleiche gilt für Between Worlds. In A Link's Awakening ist er sogar Teil des Endbosskampfes. Und durch die ganze Zelda-Serie gibt es immer wieder kleinere Auftritte von ihm. Hier meine Frage dazu. Warum? Jetzt mal ganz im Ernst, dieser Wurm tut nichts, außer euch auf den Keks zu gehen. Ihr kraxelt mühselig einen ganzen Turm hoch, kommt im letzten Raum an, die Kampfmusik dröhnt, ihr lauft zum Ring, beginnt den Kampf mit Moldorm und er kickt euch einfach runter. Musik weg, Schaden weg, den ganzen Weg wieder hin zu ihm und der Kampf wieder von vorne.
von Moldorm runtergeschubst zu werden, ist wie gegen deine kleine Schwester in Mau Mau zu verlieren. Es ist nicht schlimm, aber der seelische Schaden bleibt. All das wäre aber nicht so schlimm, wenn der Wurm nicht andauernd und überall auftauchen würde. Nicht nur als Boss, sondern auch mal zwischendurch. Sogar Endgegner schauen sich das ein oder andere von ihm ab. Wie inspirierend kann ein knochenloses Kriechtier eigentlich sein, dass sich selbst der Fürst der Finsternis was von ihm abkupfert? Eins sage ich euch, wenn im neuen Zelda auf der Wii U auch nur im Ansatz etwas wie Moldorm auftaucht, flippe ich aus! Puh, so. Nach diesen ganzen Qualen kann ich endlich verdient zum Höhepunkt meiner Liste schreiten. Mein Top-Platz 1 der Zelda-Bosse belegt das Artefakt der Finsternis Dailom aus Skyward Sword. Oh mein fucking Gott! Was ein geiler Bosskampf zu einem geilen Dungeon. Obwohl ich diesmal wirklich viele Kandidaten für meine Top-Liste hatte, stand Dailom gleich zu Beginn schon als Platz 1 fest. Nach gut der Hälfte des Spiels wandert Link in das Höhlenheiligtum, den vierten Dungeon aus Skyward Sword. Ohne jetzt zu viel zum Dungeon zu sagen, besticht dieser bereits durch extreme Kontraste und Themen, so wie Wasser, Land und Luft oder Leben, Tod und Göttlichkeit. Schnell denkt man, dass kein Boss einem solchen Tempel noch die Krone aufsetzen kann. Doch nachdem Link den Meisterschlüssel bekommen und die Bosskammer betreten hat, ändert sich diese Meinung schnell. Auf einer bedrohlich großen, bewegungslosen Statue sitzt Girahim und haucht ihr durch ein Fingerschnipsen etwas Dunkles ein und der Kampf gegen das Artefakt der Finsternis beginnt. Diese schwingt nun aus der Mitte des Raumes 6 metallene Arme gegen Link und zwingt euch, auf den passenden Moment zu warten, um der Statue einen Arm nach dem anderen brutalst zu entfernen. So kommt ihr irgendwann an den gut geschützten Schwachpunkt des Wesens ran. Wer aber dachte, das wäre schon alles, der täuscht gewaltig, denn nun geht Dailom in die zweite Runde und die hat es in sich. Die goldene Statue steht nun auf, läuft umher, beschwört ab und an ein paar Zombies, beschützt den Schwachpunkt noch besser und hat damit alle 6 Arme frei. Jeder dieser Arme ist mit einem gigantischen Schwert bewaffnet und genau dieses Schwert müsst ihr euch mit Link nach ein paar cleveren Zügen krallen und das Artefakt mit seiner eigenen Waffe niedermachen. Doch selbst als ihr am Ende eurer Kräfte und mit Schweißperlen auf der Stirn den letzten Schlag gelandet habt, hat das Artefakt der Finsternis noch einen Albtraum für euch, bevor es stirbt. Wow. Da läuft's mir jedes Mal kalt den Rücken runter. Kein Boss kann in meinen Augen mit Dailom auch nur im Traum mithalten. Er sieht klasse aus, lockt euch mit einer leichten Phase, nur um dann richtig aufzudrehen, hat unterschiedliche Angriffsmuster und für ein lebloses Objekt das Maximum an schauriger Lebensenergie. Einfach ein toller Boss und in meinen Augen ein verdienter erster Platz. So, meine Lieben, das war's dann auch wieder mit meiner Top- und Flop-Liste. Diesmal fiel mir die Liste viel schwerer als sonst und ich hoffe, die nächsten werden ebenfalls eine richtige Herausforderung. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wer euer Lieblingsboss aus Zelda ist und wer eure Nerven so richtig strapaziert hat. Und wo ihr schon da unten seid, könnt ihr gleich euer Däumchen hoch dalassen. Wenn ihr in Zukunft nichts von mir verpassen wollt, freue ich mich immer über euer Abo oder wenn ihr das Video mit anderen teilt. Wenn ihr weitere Ideen für Top und Flop oder andere Videos habt, könnt ihr das natürlich auch in die Kommentare packen. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt und hoffe, ihr seid auch bei meinem nächsten Video wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken und
Game On, euer Why the Tie. Hey back, hey back.